Den Johnny hat der Rum bei Nacht aufs weite Meer hinausgebracht. Steer up, my Johnny, give away. Er trank zwei Glas und dann noch zwei, dafür reist er jetzt nach Shanghai. Cheer up, oh Johnny, heave away. Oh Johnny, cheers und vier Glas rum. Oh Johnny, cheers und vier Glas rum. Er wachte am nächsten Morgen auf und war auf hoher See. Und war auf hoher See. Die Mami weiß noch nichts davon. Tja, liebe Freunde, da hatten wir ja nun, wie ihr euch erinnern werdet, einiges überstanden. Den Orkan und die Meermädchen, den fliegenden Holländer und die Windhose. Wir hatten dem Ungeheuer von Loch Ness geholfen, sich zu häuten, hatten Nessies 78 Meter lange Althaut unter Deck und hatten auch den Piratenüberfall bis zu diesem Augenblick überlebt. Wenn ich allerdings geglaubt hatte, die beiden Aufpasser, die uns der Piratenboss an Bord des kleinen Fischkutters zurückgelassen hatte, leicht überwältigen zu können, sah ich mich bald getäuscht. Die beiden Halsabschneider passten wirklich auf wie die Schießhunde und hatten dauernd den Finger am Drücker. Aber einen entscheidenden Streich konnten wir den Burschen am gleichen Nachmittag noch spielen. Als nämlich ein kleiner Dampfer auftauchte, dessen Kurs den unseren kreuzen musste, rannten alle Mann meiner Besatzung auf ein verabredetes Zeichen hin zum Vorschiff und machten mit Winken und Rufen die beiden Gangster, wie erwartet, so nervös, dass diese sie mit entsicherten Pistolen in der Hand unter Deck trieben. Dabei übersahen sie natürlich, wie ebenfalls erwartet, dass sich einer von unseren Männern hinter dem Ruderhaus versteckt hatte, sich jetzt bei dem Tohuwabohu klammheimlich ins Wasser gleiten ließ, mit einigen kräftigen Stößen zu dem Dampfer hinüberschwamm und, wie ich vom Ruderhaus aus mit Vergnügen bemerkte, von den Männern auf dem Dampfer schnell an Bord geholt wurde. Selbstverständlich hatte dieser Mann in seiner Tasche einen ausführlichen Bericht von mir, in welchem ich die Piratenjacht, den Boss und seine Männer genau beschrieben und alle mir bekannt gewordenen Einzelheiten ausführlich dargestellt hatte. Wie ich jetzt dieser Tage zu meiner Freude feststellen konnte, ist damit die Serie der auf mysteriöse Weise verschwundenen Schiffe seinerzeit schlagartig unterbrochen und dann sogar die Bande eingelocht worden. Wir aber steuerten damals mit zwei der Gangster an Bord, wie gesagt, volle Fahrt voraus, Kurs West-Südwest in den Atlantik. Meine Jungs, es waren jetzt mit Steuermann, Bootsmann und Moses zusammen nur noch 22, verhielten sich wie die Musterknaben. Aber als ich abends den Steuermann am Ruder ablöste, fragte er mich: Wie soll denn das nun weitergehen mit den beiden? Die können im Moment nichts hören, Kapitän. Die sitzen hinter dem Wellenbrecher auf dem Vorschiff und pokern. Okay, Moses, passt gut auf, ob sie kommen. Haben Sie der Polizei geschrieben, wo sie uns finden kann? Nein. Wenn die Polizei käme, würde es unweigerlich eine Schießerei geben und wir haben keine Waffen. Außerdem meine ich, dass wir Manns genug sind, allein mit den beiden fertig zu werden. Sind wir, Kapitän? Ja, ja, du besonders. Ich habe da meine Zweifel. Die werden bestimmt nicht gleichzeitig schlafen. Wir werden an die beiden nie rankommen. Heute nicht und morgen nicht, aber jede Wachsamkeit lässt einmal nach. Das wisst ihr doch noch von der vergangenen Nacht, Steuermann. Naja, ich konnte ja nicht vermuten, ja, dass... gut, sollte kein Vorwurf sein. Wir werden uns jedenfalls ruhig und normal verhalten. Ihr werdet euch mit den beiden anfreunden. Vergesst nicht, dass ihr angeblich genau solche Gangster seid, wie sie selber sind. Und wenn eine Woche herum ist, sehen wir weiter. Ja, das ist eine verdammt harte Geduldsprobe. Das halte ich bestimmt nicht aus. Darin unterscheiden sich Männer von Kindern. Männer können warten. Ich habe es nie eilig, Kapitän. Pass nur auf, wenn ich dich das nächste Mal in den Hintern trete. Unser alter Steuermann sollte recht behalten. Die beiden waren am fünften Tag so wachsam wie am ersten. Und das muss man den zwei Piraten lassen. Sie waren gute Seeleute. Sie bemerkten sofort die geringste Kursänderung und es gab keine Chance, etwa bei Nacht heimlich umzukehren. Aber am achten Tag unserer unfreiwilligen Reise in den Atlantik geschah etwas, was die Situation ändern sollte. Wir waren mit unserem kleinen Fischkutter,
knapp 400 Kilometer südlich der Bermudas in ein Sargassomeer geraten. In eine unübersehbare Fläche von Bärentang, zahllosen dicken Büscheln von Braunalgen mit bärenförmigen Schwimmblasen. Und durchsetzt war das Ganze mit großen Brocken schwarzer, teeriger Ölrückstände. Eine schier unendliche, schleimige, fadenziehende Masse. Das war in der Nacht geschehen. Als wir immer tiefer in das Sargassomeer hineingerieten, hatte mich der Bootsmann geweckt. Jetzt stand ich mit ihm, dem Rudergänger und einem der Piraten auf der Brücke und versuchte, uns wieder frei zu manövrieren. Langsame Fahrt voraus! Langsame Fahrt voraus. Ruder 20 Grad Steuerbord. 20 Grad Steuerbord. Maschine stoppt. Langsame Fahrt zurück. Langsame Fahrt zurück. Stopp. Langsame Fahrt voraus. Langsame Fahrt voraus. Ruder 20 Grad Backbord. 20 Grad Backbord. Maschine stoppt. Langsame Fahrt zurück. Langsame Fahrt zurück. Stopp. Volle Fahrt voraus. Ruder 0 Grad. Volle Fahrt voraus. Wird das doch nicht. Jetzt parken schon die Fröten. Schnauze, sonst knallt. Stopp. Volle Fahrt zurück. Volle Fahrt zurück. Fahrt voraus. Na, Captain, wir schaffen es. Beinahe, Süßer, beinahe. Maschine stoppen. Volle Fahrt zurück. Voll zurück. Äußerste Fahrt voraus. Äußerste voraus, auf ein neues. Maschine stoppen. Stopp. Und aus der Traube. Oh, was war das? Scheiße, das war die Schraubenwelle. Diesmal hat die Kröte wahr gequakt. Gehen Sie nach unten, Bootsmann. Schauen Sie nach, ob noch was zu reparieren ist. Aber sicher doch, Captain. In irgendeiner Tasche habe ich noch einen alten Zahnstocher. Mit dem können wir die gebrochene Schraubenwelle sicher schienen. Blödsinn! Unheimlich scharfer Verstand, der Junge. Merkt einfach alles. Liegen wir nun fest, Captain? Ja, wir lagen fest. Der Bootsmann bestätigte die Vermutung, die Schraubenwelle war gebrochen. Ersatz war keiner an Bord. Wir konnten im Moment nur abwarten. Ich gab Befehl, wachsam zu sein, ob irgendein Schiff in Sichtweite käme, und legte mich dann in die Koje. A long, long time and a very long time to my way, way, old way. A long, long time and a very long time. A long time. My darling, she wrote a letter to me, to my way, way, old way. My darling, she wrote a letter to me, a long time ago. Am nächsten Vormittag wachte ich auf, zog mich an und ging an Deck. Meine Jungs sahen mich mit Neugier und Spannung an. Die beiden Piraten saßen in einer Ecke und tuschelten. Ich ging zu ihnen hin und fragte, na, fällt Ihnen etwas Schlaues ein? Vielleicht könnte man den Funkapparat wieder reparieren. Nachdem Sie die wichtigsten Teile über Bord geworfen und den Rest zerschlagen haben, wohl kaum. Man müsste es mit langen Stangen versuchen. Vorwärts starken, meine ich. Ich werde Sie nicht davon abhalten. Blödsinn. Versuchen Sie es ruhig. Während ich zum Ruderhaus ging und überlegte, wie wir uns aus dieser Schlinge ziehen und dabei möglichst gleichzeitig die beiden Gangster loswerden könnten, schrie plötzlich Pat O'Brien vom Ausguck herunter: Ein Luftschiff! Ein Luftschiff! Wo? Da! Achterlinie als Steuerbord quer ab! Tatsächlich. Kapitän, ein Luftschiff. Ganz niedrig. Schätze knapp 80 Meter hoch. Treibt genau auf uns zu. Dieser irische Segelflicker. Ich glaube, bald der brütet die Dinger aus. Ich denke, es gibt gar keine Luftschiffe mehr. Genauso wie Seeschlangen, mein Sohn. Aber bei Pat O'Brien ist nichts unmöglich. Ich kann die Nationalität ausmachen, Kapitän. Sehen Sie das Balkenkreuz an der Gondel vorn? Das ist ein deutsches Luftschiff. Da hängt ein Tau runter. Genau, damit du den Luftballon schön festhalten kannst. Ja, das werden wir auch. Los, Jungs, alle Mann an Deck. Klar, bei Enterhaken. Eine Pulle rum demjenigen, der mir das Ding da festlascht. Runter mit dem Beiboot. Sechs Mann an die Riemen. Beeilung. Du, du und ihr drei. Ja, du auch. Los, doch, move an, ihr faulen Säcke. Nicht nötig, das Ding kommt genau auf uns zu. Sicher ist sicher, sagte das Mäuschen, bis der Katze den Kopf ab. Los, Jungs, vier weg das Boot.
an die Riemen! Hol weg! Hol weg! Dieses Mal behielt der Bootsmann recht. Das Luftschiff wurde nicht gesteuert. Es trieb knapp an uns vorbei, endlos langsam in einer sanften Luftströmung. Gespenstisch ruhig, ohne einen Laut, ohne eine Bewegung. Die Motoren des Luftschiffs standen still und kein Lebenszeichen regte sich. Etwa 20 Meter hinter dem Heck unseres Kutters trieb die Ankerleine des Luftschiffs durch das Wasser. Wir hätten sie vom Schiff aus nicht zu fassen bekommen. Aber unser Beiboot war trotz der Behinderung durch den Tang mit wenigen Ruderschlägen heran. Der Bootsmann griff das Tau, brachte es zum Kutter. Wir laschten es blitzschnell fest und mit einem sanften Ruck blieb das Luftschiff schräg über uns stehen. L-84 entzifferten wir die verblichenen Buchstaben an seiner Seite. Es war ein großes, schönes Luftschiff. Dem Balkenkreuz und der Beschriftung nach zweifellos ein Zeppelin aus dem Ersten Weltkrieg. Aber wie kam er hierher, jetzt, mehr als 5 Jahrzehnte später? Ich beschloss, an seinem Ankertau hinaufzuklettern, um mir einen Überblick zu verschaffen. Es war ein harter Weg, 80 Meter an einem schwankenden Tau in den Himmel. Aber mit kleinen 3 Minuten Verschnaufpausen alle 20 Meter schaffte ich es doch in weniger als einer Viertelstunde. In 10 Minuten Abstand hinter mir kam der Bootsmann. Es sah wüst aus in dem Luftschiff. Keine der Glasscheiben war mehr heil, die hölzernen Einrichtungsgegenstände waren zerbrochen und nur noch stückweise vorhanden. Das meiste war wohl zu den Fenstern hinausgeflogen. 4 fest verschraubte Maschinengewehre waren völlig verrostet und unbrauchbar und ebenso wie alles andere von einer dicken, fetten Schmutz- und Salzkruste überzogen. Ein Logbuch oder etwas Ähnliches war nicht zu finden. Trotzdem, wenn die Motoren zu reinigen und in Gang zu bringen waren, bedeutete dieses alte Luftschiff für uns die Rettung aus der gegenwärtigen Misere. Bitte eintreten, Sudor. Reden Sie keinen Unsinn. Was macht diese Atmosphäre, Captain? Hier riecht so schön nach kaiserlicher Marine. Vor allem riecht es hier nach Dreck und Salz. Da hatte die Putzfrau vorgestern wohl ihren schnellen Tag. Kommen Sie hoch und helfen Sie mir, die Luke aufzumachen. Darf ich Herrn Kapitän gehorsamst darauf aufmerksam machen, dass es da oben drinnen der Riesenwurst gefährliche Gase geben könnte? Sie dürfen sich gern die Nase zuhalten. Kommen Sie schon her. Ich habe auch schon breitere Wendeltreppchen gesehen. Haben Sie ein Messer da? Jawohl, Herr Kapitän. Kratzen Sie erstmal den Rost aus den Fugen, damit wir das Ding aufbekommen. Und wenn wir das Türlein aufhaben, wollen Herr Kapitän wohl durch den Bauch des guten Onkel Zeppelin kriechen und nach den Motoren sehen. Genau das. Ja, ich bin ein kluges Kerlchen. Und ich kann Ihnen sogar verraten, dass ich an Bord des Kutters ein paar Kanister Benzin gefunden habe. Na, das passt ja wunderbar. Ich bin nämlich nicht sicher, ob wir hier noch welches finden. Jetzt müsste es gehen, wenn Herr Kapitän freundlicherweise mit mir mal ein Drückerchen machen wollte. Okay, also. Also. Hol. Weg! Ah, na also, 2 so stramme Knaben wie wir. Herr Jemini, die Gasballons hier sind aber ganz schön zusammengeschnurrt. Oh, das ist Gas abgelassen worden. Sie meinen, weil die Leutchen ihr Heimweh nach Mutter Erde hatten? Ich weiß es nicht. Sehen wir erst mal nach den beiden Motoren. Jawohl, Herr Kapitän. Meine Großmutter pflegte immer zu sagen, besser einen guten Motor als gar keinen. Zu meiner Freude stellte sich heraus, dass die Motoren aus bestem Material gearbeitet und in einem verhältnismäßig guten Zustand waren. Trotz der Jahre waren sie kaum durch Rost und Korrosion angegriffen. Eine gründliche Wäsche mit Benzin und Öl würde sie wohl wieder in Schwung bringen. Ich kletterte also zurück an Bord unseres Kutters, organisierte alles und tatsächlich, mit den 6 Mann, die ich ihm hochgeschickt hatte, brachte der Bootsmann beide Motoren in knapp einer Stunde wieder in Schwung. Wir konnten also nun in aller Seelenruhe vom Kutter auf den Zeppelin umsteigen und zur Küste von Florida hinüberrauschen. If who my lets the wind blows free, a pleasant gale is on our lee, and soon a
across the ocean clear, our gallant bark shall bravely steer. But ere we part from England's shore tonight, a song we'll sing from home and beauty bright. And here's to the sailor, and here's to the heart so true, who will think of him upon the waters blue. Sailing, sailing over the Baltic main, from many a stormy wind shall go our ship comes home again. Sailing, sailing over the Baltic main, from many a stormy wind shall go our ship comes home. Die beiden Gangster bestanden darauf, nun als Erste an Bord des Zeppelins zu gehen. Sie hatten nur übersehen, dass der Bootsmann mit seinen Männern bereits oben war. Kaum kamen sie oben an, da flogen auch schon ihre Waffen durch die zerbrochenen Scheiben der Luftschiffgondel ins Meer. Ha, oh, jetzt fallen wir. Zumindest sind sie uns jetzt nicht mehr gefährlich. Sie hatten recht, Kapitän. Das war genau den richtigen Augenblick abgepasst. Lassen Sie jetzt erst einmal einige weitere Taue nach oben ziehen, damit alles Wichtige ins Luftschiff hinaufgehievt werden kann. Ach, die Haut von Nessie? Na, was denkst du denn, Junge? Unsere Erinnerung an die Seeschlange von Loch Ness, die werden wir doch nicht hier liegen lassen. So wanderte Stück für Stück nach oben. Gleichzeitig kletterten immer mehr Männer hinauf. Aber bald sah ich voller Sorge, wie mit jedem Zentner, der nach oben ging, das Luftschiff ein Stück tiefer sank. Unser Moses war bald nur noch damit beschäftigt, die Ankerleine steif zu holen. Als das Luftschiff knapp 20 Meter über dem Kutter stand, kratzte sich unser Steuermann sorgenvoll hinter dem Ohr und sagte: Ob diese Höhe wohl reicht, um die 1486 Kilometer über den Atlantik bis nach Florida zu kommen? Sicher nicht. Wir haben zwar im Moment ruhigen Wind, aber er weht steif aus Süd. Wir müssen also damit rechnen, erheblich nach Norden abgetrieben zu werden. Und wenn dann der Sprit nicht reicht? Das Benzin müsste reichen, aber nicht der Auftrieb. Der muss wesentlich stärker werden. Tja. Nur wo wollen Sie denn hier ein paar Gallonen Gas hernehmen? Heißluft tut's auch. Heiße Luft? Haben Sie noch nie etwas von einer Montgolfier gehört? Der erste Luftballon der Menschheitsgeschichte, das war der Heißluftballon der Gebrüder Montgolfier am 5. Mai 1783. Tja, aber wie kriegen wir denn die heiße Luft in das Luftschiff rein? Ganz einfach. Sie gehen jetzt nach oben, schneiden das stumpfe Schwanzende der Haut von Nessie ab, lassen von O'Brien an der Haut einige Leinen in der Art befestigen, dass sie sich wie eine Ziehharmonika zusammenziehen lässt. Dann hängen Sie das dicke Halsende mit den 4 Meter Durchmesser hier über das Schiff und das aufgeschnittene Schwanzende befestigen Sie an der Luke, die in den oberen Teil des Zeppelins hineinführt. Tja, aber wenn der nicht ganz luftdicht ist, dann geht die heiße Luft schneller wieder raus als rein. Diese Hülle hat inzwischen eine so dicke Salzkruste und Schicht von Rußfett, dass da bestimmt keine Luft mehr durchkommt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich nochmal in meinem Leben so einem Teufelsding anvertrauen müsste. Ah, Steuermann, wollen Sie lieber Ihr Leben hier auf dem Kutter im Sargassomeer beschließen? Also, eigentlich kann ich mir ja einen schönen Tod vorstellen, ne? Also los, klettern Sie nach oben, in einer Viertelstunde müssen Sie fertig sein. Bis dahin stecken Moses und ich den Kutter hier in Brand. Herrje, dann bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Na, wo sollen wir sonst die Heißluft hernehmen? Nee. Nee, denen wird mir das hier ja auch zu ungemütlich. Dann will ich in Gottes Namen lieber noch mal Zeppelin. Der Steuermann kletterte also endlich nach oben. Moses und ich drängten den Kielraum und das Unterdeck des Kutters mit allem Dieselöl, das noch an Bord war, legten Zündschnüre aus und waren eben mit allem fertig, als der Bootsmann von oben herunterrief: Klar bei Seeschlange! Werfen Sie die Motoren an und warten Sie, bis wir oben sind. Jawohl, Herr Flugkapitän. So, Moses, jetzt bist du dran. Hoch mit dir. Nach innen, Herr Kapitän. Keine Widerrede. Ab. Moses kletterte los. Und als er etwa die halbe Strecke hinter sich hatte, steckte ich die Zündschnur in Brand, löste die Ankerleine des Flugschiffs aus ihrer Befestigung und schwang mich hinterher. Als ich oben ankam, war das Luftschiff bereits ein ganzes Stück abgetrieben. Aber nach einigen Versuchen ließ es sich ausgezeichnet navigieren und genau senkrecht über den Kutter stellen.
Die Ankerleine wurde eingeholt und stattdessen Nessies alte, 78 Meter lange Haut ausgebracht. Jetzt war sie allerdings von O'Brien sehr geschickt auf 5 Meter zusammengezogen worden. Und das war auch notwendig, denn das Luftschiff stand kaum noch 12 Meter über dem Kutter. Tödlich also, wenn im Moment die Flammen hochschlagen würden. Aber ich hatte mit Moses das Feuer so vorbereitet, dass es erst einmal in den unteren Räumen um sich greifen musste. Und da, tatsächlich kam auch schon die erste heiße Luft deutlich für uns im Luftschiff zu spüren, aus dem Niedergang hochgequollen und gleich in schweren schwarzen Schwaden hinterher der dunkle, fette Rauch. Wir manövrierten die weite Halsöffnung von Nessies Haut genau über den Niedergang und wie durch einen Trichter strömte die heiße Luft in den großen Ballonteil des Zeppelins ein. Eine ganze Weile rührte sich gar nichts. Ich bekam langsam Sorge, dass irgendein ungeahnter Fehler meine ganzen Berechnungen durchkreuzt haben könnte. Vielleicht war die Luftschiffhülle doch nicht so dicht, wie ich glaubte festgestellt zu haben. Vielleicht hatte man vergessen, irgendeine Luke zu schließen, aber eben, als ich das nachprüfen lassen wollte, begann das Luftschiff zu steigen, stieg schnell auf 30, 40, 50 Meter. Es war im letzten Augenblick, denn jetzt begannen schon die offenen Flammen aus dem Niedergang herauszuschlagen. Es leben, Nessie, sagte der Steuermann, hatte vor Aufregung Tränen in den Augen. Und der Bootsmann setzte hinzu, nun gut, dass eine Seeschlange sich alle 70.000 Jahre häutet. Dass wir gerade zur rechten Zeit dazugekommen sind. Wir stiegen jetzt schnell höher und hatten Mühe, uns über dem Heißluftstrom zu halten. Aber Nessies, jetzt voll auf 78 Meter Länge ausgefahrene Haut, wirkte in den Luftströmungen wie ein Kiel und stabilisierte unsere Lage, so dass wir uns noch in 200 Meter Höhe genau über dem Kutter halten konnten. Und weiter stiegen wir 300, 400, 500 Meter. Als wir auf etwa 1000 Meter waren, wurde das Feuer unter uns kleiner. Die Reste des auseinandergebrochenen Kutters verglommen im Wasser. Jetzt war es Zeit. Kurs West-Südwest bei West. Eastward, eastward, ever eastward, to the rising of the sun. We have steered ever eastward since our voyage has begun. Off Cap Horn on a winter's morning, setting sails in ice and snow, you could hear the sailors calling, hoist away and let they go. Maschinen, volle Kraft voraus. Volle Kraft voraus. Trichterhaut einholen. Also, Haut ist eingeholt. Luke zum Heißluftballon abdichten. Luke ist abgedichtet, Kapitän. Höhe? 1237 Meter über Grund. Geschwindigkeit? Erste Schätzung 47 Knoten. Pardon, hier rechnet man ja in Kilometer. Also, erste Schätzung 86,044 Kilometer pro Stunde. Ich rechnete kurz nach. Wind und Wetter günstig blieben, hatten wir bei dieser Geschwindigkeit etwas mehr als 17 Stunden die Küste von Florida erreichen. Frage Spritverbrauch? Erste Schätzung etwa 20 Liter auf 100 Kilometer pro Maschine. Und wie viel haben wir? Nicht mehr ganz 600 Liter. Das kam also genau hin. Da außerdem der seitliche Winddruck merklich nachgelassen hatte und die Abendsonne jetzt hell am Himmel stand, gab es keinen Grund, sich irgendwelche Sorgen zu machen. Wir sanken dann zwar,
während der kühleren Nachtstunden auf etwa 500 Meter herunter, aber das regte niemand weiter auf. Mit der Sonne im Rücken brausten wir in den frühen Morgenstunden weiter auf Florida zu. Nach etwa 5 Stunden, wir waren über Land in Sicherheit. It's the Chala Rose of Texas, I am going for to see. She loves no orthodoxy, she loves but only me. And she cried so when I parted, that it nearly broke my heart. And I promised to return again, and never from her to part. She's the fairest rose of color, which a dark is ever new. Aber eine Stunde später, es war gegen 8 Uhr morgens, hatte sich unsere Lage dramatisch verändert. Noch heizte die Sonne nicht auf, die Luft im Ballon kühlte jetzt rapid ab. Wir waren auf 50 Meter gesunken und jede Minute sanken wir einen Meter tiefer. In diesem Augenblick sah ich Backbord voraus einen alten Trampdampfer auf Gegenkurs unter uns. Aus seinen beiden Schornsteinen quoll dicker schwarzer Rauch. Kein Zweifel, dieser Dampfer hatte keine Dieselmaschinen, sondern noch die alte, ehrliche Kohlenfeuerung. Steuermann! Kapitän! Kurs hart Backbord. Sehen Sie zu, dass Sie uns genau über den alten Dampfer manövrieren. O'Brien? Erklären. Runter mit der Haut der alten Nessie. Passen Sie auf, dass Sie den Trichter genau über die Schornsteine des Dampfers hängen, klar? Erwähnt, Kapitän, alles klar. Let's go! Dreh doch mal die Backbordmaschine ein bisschen. Jetzt gab es wieder Leben in der Bude. Zurufe, Kommandos, meine Jungs grinsten nur. Unsere beiden entmachteten Untergangster brüttelten vor sich hin. Wird ja doch alles Mist. Das schaffen die nie. Warum schmeißen wir die zwei nicht in die kleine Pfütze da unten? Ein kleines Morgenbad würde denen mal ganz gut tun. Man soll der Polizei nicht vorenthalten, was ihr gehört, Bootsmann. Passen Sie lieber auf, welche Höhe wir halten. Wenn ich das Ding richtig entziffern kann, sind wir im Augenblick auf 46 Meter über Null. Wir haben's geschafft, Captain. Genau über den Schornstein. Dann wollen wir uns mal die Daumen drücken. Die rennen da unten ganz schön aufgeregt durcheinander. Die denken wohl, wir wollen ihnen was auf den Kopf schmeißen. Moses, komm mal her. Na hier, Kapitän. Nimm ein Papier und schreib. Achso, ja. Wir wollen nur aus Ihrem Schornstein etwas Heißluft tanken. Besten Dank und Gruß. Kapitän Stormy mit Besatzung auf L84. Fertig. Besatzung auf L84. Fertig, Kapitän. Dann nehme ein Stück Holz, wickel das Papier da rum und wirf es den Leuten runter. Jawohl, Kapitän. 50 Meter, Captain. Wir steigen wieder. Na also. Inzwischen war auch unsere Nachricht unten an Bord angekommen und gelesen worden. Ein fröhliches Winken zeigte uns, dass man unsere Absicht begriffen hatte. Ich nehme an, dass sich die Burschen da unten über unser merkwürdiges Vehikel ganz schön amüsierten. Für uns aber war entscheidend, dass wir langsam wieder auf 200 und schließlich 300 Meter stiegen. Bei 324 Meter blieb der Höhenanzeiger stehen. Entweder das Ding ist kaputt oder denen da unten ist die Heißluft ausgegangen. Weder noch, aber ich nehme an, das bisschen Hitze, das aus dem Schornstein kommt, bis zu dieser Höhe so weit abgekühlt, dass es uns nichts mehr bringt. Deshalb Luke schließen, Nessis Haut einholen und wieder auf Gegenkurs. Luke schließen. Ruder 180 Grad, Backbord, Kurs West. Nessis eingeholt, Sir. Ich rechnete nach. Das Manöver hatte uns fast eine Stunde Zeit gekostet. Jetzt war es fraglich, ob wir mit unserem Benzinvorrat noch die Küste von Florida erreichen würden. In diesem Augenblick sagte der Bootsmann: Ich habe ja mal irgendwo gelesen, dass Druck Wärme erzeugt. Warum nehmen wir nicht die Handpumpe vom Kutter und pumpen da oben so lange Luft rein, bis es vor lauter Kompression dampft? Wir sind jetzt doch hoch genug. Gewiss doch, Kleiner. Nur, wir fallen auch schon wieder. 315 Meter Höhe, Captain. Einverstanden, Bootsmann. Aber achten Sie darauf, dass die Pumpe luftdicht angeschlossen wird. Wird gemacht, Captain. Mir kam die Idee des Bootsmanns sehr gelegen. Zwar aus einem ganz anderen Grund, aber den äußerte ich im Moment noch nicht,
um die Männer nicht vorzeitig zu beunruhigen. Während unser Moses mit einigen anderen dem Bootsmann half, machte er plötzlich eine Entdeckung. Kapitän, Kapitän, ich bin eben an einem Nagel hängen geblieben. Du bist wohl höhenkrank, Kleiner. Das ist doch kein Grund, nach dem Käpt'n zu schreien. Nein, natürlich nicht. Aber hier, unter dem Dreck hängt was. Ein Zettel. Ich glaube, der ist sogar beschrieben. Vorsicht, nicht anfassen. Wenn das Papier ist, zerfällt es dir in der Hand zu Staub. Hol etwas Watte aus dem Arzneikasten. Vorsichtig. Ja, es lassen sich deutlich Schriftzeichen erkennen. Gib mal her die Watte. Da, die alte deutsche Schrift. Oh, Auftrag. Auftrag aus Afrika ausgeführt. Waffen. Was heißt denn das hier? Und Waffen und Material an Leto Vorbeck übergeben. Nach Aufstieg durch 5 Tage an. Warte mal. Anhaltenden Sturm Richtung West über Atlantik abgetrieben. Treibstoff aufgebraucht. Standort 92 Kilometer östlich. Schwer zu lesen. Östlich Kanarische Inseln. Starker Wind aus Südost. Versuchen die Inseln mit rettungslos zu erreichen. Nehme das Logbuch mit, falls wir die Inseln nicht erreichen sollten. Diese Nachricht. Mit Gott für Kaiser, Volk und Vaterland, L84 am 24. September 1916, Kapitän Friedrich Theodor Hilgendorf. Naja. Ich hoffe, Sie haben es geschafft. Mit diesem Vogel ohne Treibstoff über den Atlantik getrieben zu werden, na vielen Dank, dann lieber schwimmen. Im Augenblick dachte an diese Möglichkeit noch keiner. Die Motoren schnurrten friedlich vor sich hin, wir verloren zwar wieder langsam an Höhe, aber da die Sonne inzwischen heiß auf die Zeppelinhülle brannte und der Bootsmann unermüdlich pumpen ließ, waren wir immer noch mehr als 250 Meter hoch. Es dauerte jedoch keine 2 Stunden mehr. Und wir waren in genau der Situation, die der Bootsmann vorher berufen hatte. Knapp 63 Kilometer vor der Küste. Der Motor auf der Backbordseite spuckte als erster. Kapitän! Ja, ich höre es. Das liebe kleine Maschinchen wird doch nicht streiken wollen. Wann haben Sie das letzte Benzin nachfüllen lassen? Oh, bitte nein, nicht das, Captain. Reden wir lieber von etwas anderem. Warum? Wann? Es war das letzte. Ich meine, der letzte Kanister. Und Sie haben beide Maschinen gleichmäßig mit Benzin versorgen lassen? Aber ja. Ha! Sehen Sie, es kann also nicht am Benzin liegen, denn die Steuerbordmaschine... Nein, das darf doch einfach nicht wahr sein. Ja, das war es ja dann wohl wieder mal. Tja, das war es. Aber wie ist denn das möglich? Sie hatten doch noch ausgerechnet, dass... Oh, ich Hornochse. Aber wieso? Na, denk mal scharf nach, Kleiner. Streng deine Gehirnzellen mal ein bisschen an. Sie meinen, weil wir dem Dampfer nachgeflogen sind, um Heißluft zu tanken? Teufel noch mal, was haben wir doch für einen schlauen Moses, was, Captain? Ist das nicht ein Trost in dunkler Schicksalsnacht? Er wird Ihnen gleich noch mehr Trost sein. Er wird Sie nämlich nach Florida bringen. Das ist aber lieb von ihm. Sie haben doch von hier zu den Motoren Taue gespannt. Wie lang waren die? 32 Meter. Warum? Soll er die Propeller mit der Hand kurbeln? 32 Meter. Von dort bis zum Heck nochmal etwa 10. Das sind 40. Also sagen wir 50 Meter insgesamt. Ja, das muss hinkommen. Steuermann, lassen Sie an 2 50 Meter langen Leinen ein Brett befestigen. Aber so, dass sich jemand an Brett und Leinen festschnallen kann. Moses, du kannst doch bestimmt schaukeln. Ja, Kapitän. Na, wunderbar. Pass auf. Du bekommst jetzt eine Schaukel. Eine Leine geht links von der Gondelleine rechts hinunter und dazwischen ist ein Brett, auf dem du sitzt und festgebunden bist. Und dann fängst du an zu schaukeln, aber feste. So lange, bis du auf gleicher Höhe wie das Heck des Zeppelins bist. Aber pass auf, dass dir dabei nicht schlecht wird. Wir haben keine Tüten an Bord. Fertig, Steuermann? Fertig, Kapitän. Die Schaukel liegt bereit. Fein, dann lassen Sie jetzt das obere Ende der Taue an der hinteren Hälfte der Gondel rechts und links anbringen. Und von Ihnen, Bootsmann, möchte ich gern den Revolver haben. Welchen Revolver? Den einen, den Sie den Piraten abgenommen, aber gegen meine Anweisung nicht ins Meer geworfen haben. Aber, Captain, sowas würde ich doch nie tun. Ich habe genau aufgepasst, welche Waffen Sie gestern Nachmittag über Bord geworfen haben und welche nicht. Wie kann ein einzelner Mensch nur so misstrauisch sein? Hier ist er. Danke. So, Moses,
Du bist der Leichteste an Bord, deshalb werden wir dich jetzt auf dieser Schaukel hinunterlassen. Dann wirst du dich hinter das Heck schwingen, wie gesagt, und wenn du genau dahinter bist, schießt du eine Kugel hinein, und zwar möglichst dicht unter das Höhenleitwerk. Alles klar, Kapitän, ich werde schon machen. Davon bin ich überzeugt. Steuermann, Sie sorgen dafür, dass zwei Mann an der Türe hier angeschnallt sind und sofort, wenn der Schuss gefallen ist, den Jungen hereinholen. Wir haben nämlich inzwischen schätzungsweise noch einige hundert Atmosphären Überdruck da drin und... Wenn das erst einmal nach hinten losgeht, weiß ich nicht, was passiert. Gar nichts passiert. In den Bach werden wir fallen und dann werden wir zwei sie fertig machen, alle zusammen. Hört, hört, die Kröten quaken immer noch. Oh, und dich lasse ich als Ersten ersaufen. Ich würde Ihnen empfehlen, weniger zu reden und sich stattdessen lieber festzubinden. Das könnte Ihnen so passen. Wenn Sie uns binden wollen, dann müssen Sie schon herkommen. Ist Moses unten? Er schaukelt bereits. Na dann. Steuermann, binden Sie mich am Ruder fest, alle anderen flach auf den Boden und ebenfalls festbinden. Den beiden Burschen da hinten gebe ich zum letzten Mal den Rat, vom Fenster wegzugehen und sich festzubinden. Sie können uns mal. Steuermann, Sie bleiben bitte dort am Fenster und sorgen dafür, dass sich der Junge, sobald er hereingeholt ist, ebenfalls festbindet. Sie, die beiden Männer und der Junge, gehen dann sofort in Deckung. Wie weit ist er denn jetzt? Fast schon auf gleicher Höhe mit dem Heck. Fleißig, fleißig. Noch so ein Schwung. Ha. Und er hat es geschafft. Sie denken wohl, Sie können uns mit diesem Kinderzirkus imponieren, was? Wenn ich meine MP noch hätte, dann würde ich denen einen ganz anderen Zirkus vorführen. Da, jetzt. Ha. Nein, noch nicht ganz. Warum du, Idiot, auch nicht geschossen hast, als sie mir einen über den Schädel gaben? Selber Idiot, wo ich doch beide Hände am Tower hatte. Jetzt. Ja. Rein mit dem Jungen, schnell! Es geschah, was ich angenommen hatte. Die Kugel hatte durch das Heck des Luftschiffs einen Kanal geschlagen. Glücklicherweise war das Heck, das ja auch Höhen- und Seitenleitwerk trug, so stabil gearbeitet, dass es nicht ausriss, als sich jetzt der Überdruck mit Macht durch den Kugelkanal entlud. Er wirkte wie eine Düse. Ich fühlte deutlich, wie Druck auf das Ruder kam und der Zeppelin sich erst ganz langsam, dann aber immer schneller voranschob. Eine halbe Stunde später schon waren wir über Florida und die Geschwindigkeit stieg auf 500 Kilometer in der Stunde. Den Männern tränten die Augen. Die beiden Gangster hingen hinten halb aus dem Fenster der Gondel und klammerten sich mit verkrampften Händen an den Verstrebungen fest. Plötzlich... Mit einem Ruck wurden wir nach vorn geschleudert. Der Überdruck entlud sich mit einem Knall. Minutenlang wurden wir mit der Geschwindigkeit eines Geschosses durch die Luft gejagt. Hinter mir hörte ich einen doppelten Aufschrei. So schossen wir eine kleine Ewigkeit dahin. Endlich, in Wahrheit waren knapp 5 Minuten vergangen, ließ der Druck nach. Die Geschwindigkeit verlangsamte sich, fiel wieder auf 500, 400, schließlich 300 Kilometer in der Stunde zurück. Ein Blick nach hinten, wir hatten kein Höhen- und kein Seitenleitwerk mehr und die beiden Gangster waren verschwunden. In diesen Minuten aber waren wir eine ungeheure Strecke vorwärts und hochgeschleudert worden. Ich hatte im Augenblick jede Orientierung verloren, konnte jedoch aus etwa 1000 Meter Höhe eine Wüste erkennen, die sich unter uns weit ausdehnte. In ihrer nördlichen Hälfte kreuzten sich 2 Bahnlinien. Wir fielen jetzt schnell, etwa 30 Meter in der Minute. Der Grund war klar, wir wurden von keiner Heißluft mehr getragen und das bisschen Gas, das noch oben im Raum war, hatte das Luftschiff schon über unserem Kutter kaum in 10 Meter Höhe halten können. Wenn es uns nicht gelang, den Fall zu bremsen, würde er sich beschleunigen und dann würde das Luftschiff mit uns auf dem Boden zerschellen. Steuermann, Bootsmann. Kapitän. Captain.
Die Männer sollen sich losbinden und alles über Bord werfen. Unsere ganze Ausrüstung? Alles, und zwar blitzschnell. Herr im Himmel, ich habe kein gutes Gefühl. Ach, der Kapitän schafft es schon. Nicht, wenn ihr euch nicht beeilt. Macht schon. Tauwerk, Kanister, Proviant, alles. Aber doch nicht Nessies Haut. Die mit als erstes. Ich hab's ja gewusst, dass das hier ein Teufelsding ist. Soll ich auch meine Schuhe ausziehen? Ja, gute Idee. Weg damit. Was soll's eigentlich? Solange meine Jacke noch schneller nach unten segelt als wir, geht's uns doch gut. Der Bootsmann hatte richtig beobachtet. Der Sturz unseres Luftschiffs wurde merklich verlangsamt. Wir fielen nur noch etwa 6 Meter pro Minute und waren jetzt knapp 300 Meter über dem Boden. Unsere Geschwindigkeit, mit der wir immer noch in westlicher Richtung flogen, betrug noch 200 Stundenkilometer, verringerte sich jedoch ebenfalls allmählich. Es war höchste Zeit, sich nach einem einigermaßen sicheren Landeplatz umzusehen, aber wie soll man sicher landen, wenn ein Luftschiff nicht mehr manövrierfähig ist? Vor allem hielt ich es für notwendig, gegen den Wind zu landen, damit unser Fall und unsere Geschwindigkeit so weit wie möglich abgebremst wurden. Während ich noch überlegte, wie das bewerkstelligt werden könnte, hielt Moses die Hand zur Gondel raus und sagte: Der Wind drückt aber noch ganz schön. Das war die rettende Idee. Ich ließ alle Mann Backbord die flachen Hände so weit wie möglich zu den offenen Fenstern der Gondel hinausstrecken, und tatsächlich, es funktionierte. Ganz allmählich, aber dann doch, drehte das Luftschiff in einem weiten Bogen nach Süden. Dabei kamen wir zufällig genau über eine noch südlich verlaufende Bahnstrecke, und dann entdeckte ich plötzlich, dass vor uns, etwa einen Kilometer entfernt, ein Güterzug mit einer langen Reihe offener Flachwagen dahinfuhr. Das konnte unsere Rettung bedeuten. Nämlich, wenn es uns gelang, das Luftschiff etwa mit gleicher Geschwindigkeit auf dem fahrenden Zug zu landen. Die Männer mussten nun mal Backbord, mal Steuerbord ihre Hände herausstrecken, mal weiter nach vorn, mal weiter nach hinten laufen. Wir kamen dabei schnell tiefer und wurden immer langsamer. Dann plötzlich waren wir genau über dem Zug, kamen noch schneller als er, der etwa 100 Kilometer in der Stunde fahren mochte. Noch 4 Meter, noch 2 Meter. Alle Mann nach vorn! Die Spitze des Luftschiffs kippte ab, der vordere Teil der Gondel stieß auf die Plattform des Güterwagens, schob sich noch einen halben Meter vor, jetzt senkte sich der hintere Teil des Zeppelins herunter. Aber da waren die Männer auch schon aus der Gondel herausgesprungen, hatten die auf dem Güterwagen angebrachten Ketten gepackt, sie um die Verstrebungen des Luftschiffs geschlungen, und das Unwahrscheinliche war geschehen. Wir waren weich und sicher im Inneren Amerikas gelandet. Wir zurten das Luftschiff fest und rollten mit dem Zug, als seien wir von Anfang an eines seiner Frachtstücke gewesen. Der Steuermann kam wieder in die Gondel, sah mich lange an und sagte: Sie können es glauben oder nicht, Kapitän. Ich hätte nie gedacht, dass ich aus diesem Kasten noch mal heile rauskomme. Da hat der liebe Gott aber gerade rechtzeitig noch mal seinen Daumen dazwischen gehabt. Ich will ja nicht stören, nur wissen möchte ich halt gern, wie das nun weitergehen soll. Das wird sich alles finden. Eigentlich hatte ich gar nicht die Absicht, nach Amerika zu fliegen. Na, sei froh, dass du heil angekommen bist. Heil schon, aber wie sehe ich aus? Ohne Jacke, ohne Schuhe und einen Friseur könnte ich auch mal wieder brauchen. Sie bekommen eine neue Jacke und auch neue Schuhe. Ei, das stimmt mich aber fröhlich. Barfuß habe ich es nämlich nicht so gerne. Captain! Entschuldigung, Kapitän. Da kommt ein Mann über die Dächer. Oha, jetzt kackselt die hohe Obrigkeit heran. Und das ausgerechnet jetzt, wo ich keinen Schlips um habe. Hallo, Sir. Guten Tag, sind Sie der Zugführer? Sie haben es erraten. Ich bin Kapitän Stormy, das ist meine Mannschaft und das ist mein Zeppelin. Oder um genau zu sein, wir haben ihn gefunden und in Besitz genommen. Meinetwegen können Sie auch der Schah von Persien sein und sich nehmen, was Sie wollen. Bloß keinen Waggon, ohne ihn zu zahlen. Der Junge hat so eine einnehmend freundliche Wesensart. Ich bin gerne bereit zu zahlen. Okay. Wie weit wollen Sie denn mit dem Ding dahin? Wo meinen Sie, dass man es am günstigsten verkaufen kann, das Ding? Na, in El Paso wohl kaum. Aber wir können Ihnen den Waggon doch dann einen Zug nach Los Angeles anhängen. Und die Burschen dort, das heißt die in Hollywood, die kaufen ja mitunter solche verrückten alten Sachen. Das heißt, wenn Sie es brauchen können. Also gut, fahren wir nach Los Angeles. Macht $527 für den Waggon, das heißt bis El Paso. Mit Umhängen 542, das heißt bis Los Angeles, Moment mal,
1225 Kilometer, das heißt 2992 Dollar. Einverstanden. Sobald wir das Luftschiff verkauft haben, bezahlen wir. Keine Chance, Mister. Entweder gleich und in bar, oder sie fliegen mit dem Ding schneller wieder runter, als sie raufgekommen sind. Aber guter Mann, wir sind ja schon runtergekommen. Nehmen Sie auch englische Pfundnoten? Okay. Das heißt, wissen Sie den Wechselkurs? Nicht genau. Okay, dann klingel ich mal zur Station durch. Das heißt, ich rufe da mal an. Warten Sie inzwischen hier. Na klar, das heißt, wenn Sie uns hier nicht mehr finden, dann sind wir im Café um die Ecke. Fein. Ich habe Spaßvögel gern. Wenn ich zurückkomme, werde ich über Ihren Witz mal lachen. Das heißt, wenn er ihn bis dahin nicht vergessen hat. Haben Sie denn noch so viel Geld, Kapitän? Ich hoffe, sagte ich. Und wusste 10 Minuten später, dass es nicht reichte. Ich einigte mich dann mit dem Zugführer darauf hin, dass ich erst einmal nur die Fahrt bis El Paso bezahlte, um dort in einer Bank weiteres Geld zu besorgen. Dass das alles gar nicht mehr nötig sein würde, ahnte ich damals noch nicht. Und auch der Hinweis des Zugführers... Übrigens wundern Sie sich nicht, wenn wir nachher von Indianern in modernen Kampfanzügen überfallen werden. Wir fahren heute nebenbei für eine Filmfirma, die einen Zukunftsfilm dreht. Auch dieser Hinweis brachte keinen von uns auf die Idee, dass alles ganz anders kommen würde als vorgesehen und dass wir am Anfang einer neuen Serie von gefährlichen Abenteuern standen. Oh, Shenandoah, I soon return now.